willkommen hier back to the business. Wir reagieren heute auf Weirdflex030. Übrigens lustig, er hat die Reaction gesehen auf mein Jay Riddle Video, wo auch Jay Riddle dabei war. Und hat uns gefragt, ob wir mal einen Gym-Vlog machen und ich habe auf jeden Fall Bock. Das heißt, falls du das hier siehst, dann lass auf jeden Fall mal schreiben. Wäre echt lustig, wenn wir mal gemeinsam ins Gym gehen. Braunschweig oder so dann aber am besten. Und ja, wir gucken jetzt hier rein. NPC vs. Flex, männliche Feministen auf TikTok. Wir sind gespannt. Im Video beginnen wir mit eines meiner Lieblingstweets auf Twitter. Jeder Mann, der hier in der USA an mir vorbeiläuft, entschuldigt sich einfach und guckt beschämt auf den Boden. Keine Ahnung warum, aber könnt mich dran gewöhnen, dass Männer sich für ihre bloße Existenz entschuldigen. Ein sehr weiser Post von Annie the Duck, sie hat sich übrigens schon dafür entschuldigt. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute geht's um männliche Feministen. Und passend zum Thema Verbeugen kommen wir zum ersten Feministen. Das Patriarchat, es ist Frauenunterdrückung und es ist Frauenausbeutung, aber es ist auch Männerausbeutung. Wir halten fest, das Patriarchat ist sowohl Frauen, aber auch Männerausbeutung. Das heißt, beide Geschlechter werden ausgebeutet. Und das ist nicht nur Metaebene. Wir hatten einen Moment bei uns in der Küche, da habe ich mich, stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt für ihr und habe mich entschuldigt. Dafür, dass du ein Mann bist. Ja, exakt. Es tut mir leid, dass ich ein Mann bin. Dürfte ich vielleicht deine Füße lecken als Wiedergutmachung? Okay, er stand also mit seiner Freundin in der Küche und hat sich auf einmal random verbeugt und sich dafür entschuldigt, dass er ein Mann ist. Ich dachte, unter dem Patriarchat leiden auch die Männer. Also warum verbeugt er sich und entschuldigt sich? Das ist jetzt schon etwas progressiver, würde ich sagen. Aber ja, als Symbolik aber glaube, ja ganz schön. Ja, ich glaube, es ist inhaltlich auch wichtig für Partnerschaft. Wichtig für die Partnerschaft, also wenn ihr euch random vor eurer Partnerin verbeugt und euch entschuldigt dafür, dass ihr ein Mann seid, ich glaube, das wird sie etwas komisch finden. Weil eine Schuld auch immer damit verbunden ist, da muss ja was ausgeglichen werden und irgendeine Form der Anerkennung muss da stattfinden. Ich weiß nicht, von welcher Schuld er spricht. Digga, geile Anerkennung, Bro, wirklich mega. Also ich weiß nicht. Laut dem leben wir im männlichen Patriarchat, Frauen verdienen weniger, weil die Welt einfach Frauen hasst, Frauen haben weniger Möglichkeiten und so weiter. Aber er hat es ausgeglichen, indem er auf die Knie gegangen ist und sie angebetet hat. Vielen lieben Dank, auf einmal sind alle gleichberechtigt im Leben und so. Finde ich wirklich super an dieser Stelle. Digga, das ist halt, ey, Junge. Aber anscheinend bist du heutzutage schuld, wenn du zufällig ein Mann bist. Als könnte man sich das Geschlecht aussuchen. Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Die müssen auch langsam 18 sein, ne? Momentan 4 Monate alt. Ich meine, da wäre ich viel lieber eine Frau. Da hat man es viel einfacher auf Social Media. Think about me, ich fahr Auto seit 4 Jahren. Eines Tages wollte ich in den Club fahren. Ich stand an einer roten Ampel und ich war ganz allein. 1,8 Millionen Abonnenten für irgendwelche TikTok-Tänze? Ganz ehrlich, einfach unverdient. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Ja, safe. Hi, ich bin ein... Ja, also nichts gegen die Lara, aber ich weiß nicht. Also ich finde, das, was die da auf TikTok macht und so ist... Also jeder sollte einfach seine Reichweite haben, aber ich finde, es ist irgendwie doch ein bisschen ein Schlag in die Fresse für jeden Content-Creator, der wirklich ultra krass da Zeit und Arbeit reinsteckt, ja, stundenlang an Videoscripts und so weiter sitzt oder da sonst was für Arbeit reinhaut und dann, ja, kommt da eine, die, keine Ahnung, vielleicht einfach gut aussieht... Cringe tanzt und dann macht die ihre Millionen. Also ist natürlich trotzdem ist komplett in Ordnung so, ne? Ich habe da kein Neid oder so, ne? Aber es ist trotzdem schade für jeden, der da wirklich extrem krasse Arbeit reinsteckt und ja, der da einfach dann unten unterm Tellerrand liegt, ne? Mann, und ich bin Feminist. Hi, ich bin ein Saiyajin und bin kein Feminist. Das Wort Feminismus löst bei einigen Menschen negative Gefühle aus. Ja, warum löst wohl das Wort Feminismus bei einigen negative Gefühle aus? Vielleicht deswegen. Männer sind geringere Wesen. In unserer Gesellschaft Frauen sind höher gestelltere Wesen. Die meisten Männer verdienen es nicht zu leben. Oder vielleicht, dass einige Feministen behaupten, dass sie nichts gegen Männerhass haben? Ich habe nichts gegen Männerhass im Feminismus. Feminismus bedeutet jedoch, sich für die Gleichstellung aller Menschen einzusetzen. Ich muss mir nur mal wieder Dragon Ball gucken. Sexismus ist und gegen Diskriminierung, vor allem gegenüber weiblich gelesenen Personen. Vor allem gegenüber weiblich gelesene Personen. Also wenn ich mich jetzt als weiblich lese, habe ich mehr Vorteile, oder was? Wie auch immer. Digga, der Twistmaster. Ey, Mimi, Mama, man kann auch da, Bruder. Die Gleichberechtigung kann nicht angezeigt werden, ja? Da sein, ohne was?
nicht angezeigt werden. Ich versuch's, Bruder. Keine Game Real Talk. Die meisten schreiben Feminist oder Feminismus in ihrer Bio, obwohl sie rein gar nichts dafür tun. Außer doofe Kommentare hinterlassen, die auch noch kontraproduktiv sind. Wenn du also für Gleichberechtigung bist und für Kommunikation auf Augenhöhe mit allen Menschengruppen in dieser Gesellschaft, dann bist du auch feministisch unterwegs. Wie gesagt, man kann auch für die Gleichberechtigung aller Geschlechter sein, ohne sich Feminist zu nennen. Aber lass mich raten, wenn man sagt, ich bin... Ja, aber ich weiß nicht. Also grundsätzlich finde ich, hat der Typ aber auf jeden Fall recht, was er sagt. Ne? Also das, also so Feminismus ist jetzt so runtergebrochen, ja echt einfach, dass halt alle Geschlechter gleich behandelt werden, dass niemand diskriminiert wird aufgrund seiner Sexualität. Und da gehe ich auf jeden Fall mit. Ne? Aber klar, Weird Flex hat natürlich auch recht. Der Begriff ist halt wirklich super negativ konsoliert einfach. Ne? Er hat ja schon einige Beispiele gezeigt. Ne? Heutzutage, wenn man sich auch die ganzen Reportagen von Funk und den Öffentlich-Rechtlichen allgemein ansieht zu diesem Thema oder was damals das Susie Grime von sich gegeben hat oder heute eine Shoyoka, Freiraumreh und so weiter, dann ja, kann ich es halt schon verstehen, dass man den Begriff einfach nicht mehr nutzen möchte, ne? Oder dass der halt einfach sehr negativ dasteht, ne? Finde ich persönlich auch schade, aber ja, diese ganzen Leute haben den Begriff halt irgendwo halt kaputt gemacht, ne? Ich bin kein Feminist, ist man sofort ein böser Mensch. Und dazu noch rechts. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die sind einfach benachteiligt. Auf diese Probleme möchte ich hinweisen und aufklären. Soweit ich weiß, sind in Deutschland sowohl Mann als auch Frau, also alle Geschlechter, gleichberechtigt. Feminismus wäre mal in Länder wie Saudi-Arabien angebracht. Dort sind Frauen nicht so gleichberechtigt wie Männer. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Die offene Beziehung. Ja gut, der meint wahrscheinlich auch Transpersonen und so, ne, die ja schon noch diskriminiert werden. Eher ich angestoßen, dadurch, dass ich einfach gesagt habe, er ist der Mann meiner Träume, aber ich möchte trotzdem noch andere Erfahrungen machen. Wisst ihr, was das Traurige ist? Er ist der Mann meiner Träume, aber ich möchte trotzdem noch andere Erfahrungen machen. Ist er dann wirklich der Mann deiner Träume? Oder willst du einfach nur... Digga, die hat sie doch safe am ersten Abend, nachdem das geklärt war, gegönnt, oder? ...deine Vorteile aus der Beziehung ziehen und trotzdem deinen Spaß haben. Und Real Talk, mir ist schon klar, dass sie es angestoßen hat, denn er sieht alles andere als glücklich aus. Immer offen kommunizieren, nie was verheimlichen und wir reden über alles und hören immer zu. Wir haben schon Diskussionen oder sind manchmal anderer Meinung oder müssen eben Lösungen oder Kompromisse finden für Situationen, aber richtig streiten nicht. Sie haben Diskussionen und sind anderer Meinung, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei der offenen Beziehung. Ich meine, stellt euch mal vor, der arme Bree kommt von der Arbeit, macht das Schlafzimmer auf und dann sieht er seine Frau mit einem fremden Typ auf deren Bett. Wow, sorry. Steven, close the door. Sorry, I didn't know. You were not supposed to do that in our bed. They wanted to do it the old-fashioned way. They? Who's there? Steven, shut the damn door. Ja, der Gedanke daran ist schon abartig. Ja, aber ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ich kenne auch eine Story von einem Kollegen, der Kollege, der, mit dem waren wir mal unterwegs. Und da hat er uns auch erzählt, dass die Freundin unbedingt eine offene Beziehung wollte. Er wollte das halt gar nicht, ne? Aber er dachte halt, dass sie das quasi nur will, um quasi so diese Tür offen zu haben, aber es nicht wirklich macht, ne? Und dann ein paar Tage später hat er sich natürlich direkt gegönnt, hat er auch Schluss gemacht und war am Boden zerstört. Also ich verstehe halt ehrlich gesagt offene Beziehungen halt überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was heißt andere Erfahrungen machen? So, wenn du was anderes ausprobieren möchtest im Bett und so weiter, dann rede doch mit deinem Mann. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie, ich habe natürlich jetzt so eine Beziehung gehabt, aber ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, okay, ich brauche eine offene Beziehung. Weil warum? Also man kann sich doch auch mit seinem Partner einfach ausleben, dafür brauche ich nicht irgendwelche anderen Personen und ich kann es doch ehrlich gesagt halt nicht nachvollziehen. Ja gut, kann sein, dass der todeslangweilig im Bett ist, aber dann arbeitet doch daran, anstatt sowas zu machen. Also Redog, ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen. So weiß nicht, stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie zu Hause, eure Freundin macht sich fertig und sagt, keine Ahnung, ich fahre jetzt zu Max, Digga, der bankt mich jetzt weg. So und ihr sitzt einfach zu Hause, ihr wisst genau, jo, die wird gleich weggeflankt einfach. So, keine Ahnung, das ist doch, weiß ich nicht, das ist doch nur weird, Digga. Oder wenn die nach Hause gekommen ist, du weißt, die hat gebumst, Alter, und kuschelt da mit dir. So, das ist halt so unangenehm, oder nicht? Also ich weiß nicht, Digga. Für mich wäre das wäre absolut, es wäre null, Digga. Ich wäre so weg. Ja, wir wollten unsere Liebe feiern mit all unseren Freunden und unserer Familie. Und wir haben uns auch unsere ewige Treue geschworen. Treue eben, dass wir immer füreinander da sind und uns alles sagen. Ewige Treue geschworen. Treue habe ich mir anders vorgestellt. Für mich wären sowas wie offene Beziehungen gar nichts, weil irgendwie, ganz ehrlich, wenn ihr eine Person wirklich liebt, warum soll es dann eine zweite geben? Ich meine, klar, die argumentieren, dass man das Körperliche von der Liebe trennt, aber wenn wir mal ehrlich sind,
das kann man nicht wirklich trennen, denn einer wird immer eifersüchtig sein oder das geht einfach nicht. Aber wie auch immer, wenn die zufrieden damit sind, sollen die machen. Jeder, der das für richtig hält, soll machen, was er möchte. Der Gedanke ekelt mich einfach an. Kommen wir zum letzten Kandidaten, dann kann ich echt nicht mehr. Ja, also wie gesagt, ich kann es halt auch nicht verstehen. Also was heißt, man kann es nicht trennen? Weiß nicht, man hat jetzt auch mal One-Night-Stands oder FF Plus oder so. Ich finde, das geht irgendwo halt noch alles, aber so dieses, wenn du wirklich in einer Beziehung bist und die Person liebst, dann willst du die halt mit niemandem teilen, logischerweise. Und ich finde, da hast du auch einfach treu zu sein. Warum ist Feminismus auch für Männer wichtig? Auf den ersten Blick würden Leute vermutlich sagen, beim Feminismus geht's doch nur um Frauen. Falsch gedacht. Im Feminismus haben auch Männer einen Platz. Denn im Feminismus geht's nicht nur darum, Frauen dieselben Rechte wie Männern zu geben. Es geht insgesamt um die Abschaffung des Patriarchats. Hier sagt er auch, um Frauen dieselben Rechte wie Männer zu geben. Das ist ja in Deutschland gegeben. Klar, hier und da sind vielleicht Frauen benachteiligt, aber es gibt auch Bereiche, wo Männer benachteiligt sind. Ja, Mann. Beispielsweise männliche Models, die verdienen viel weniger als weibliche Models. Ich meine, wenn ich einen OF-Account starte, verdiene ich nicht so viel. Was ist das Patriarchat? Die Soziologie beschreibt es als ein von Männern dominiertes soziales System. Warum sollten dann Männer dieses System abschaffen wollen? Easy, weil das Patriarchat alte Geschlechterrollen immer noch intakt hält. Aussagen wie Jungs dürfen nicht weinen oder Jungs müssen stark sein, sind gang und gäbe im Patriarchat. Also ich höre das heutzutage ehrlich gesagt eher weniger. Also die Gruppe wird auf jeden Fall mal kleiner. Also anscheinend wird das Patriarchat irgendwie so minimal abgeschaltet oder so. Ich weiß auch nicht, was das mit Männerdominiert zu tun haben soll, um ehrlich zu sein. Also diese sind einer der Hauptgründe für toxische Männlichkeit. Also es gibt natürlich toxische Männlichkeit, aber das hat ja nichts mit dem Patriarchat zu tun. Warum sollte es toxisch sein, wenn man sagt, Jungs sollten stark sein? Ich finde, jeder Mensch sollte versuchen, stark zu sein. Und ganz ehrlich, wer erzählt seinem Kind, dass Männer nicht weinen dürfen? Und ganz ehrlich... Ja gut, da gibt's aber schon einige, glaube ich. Gerade früher, glaube ich, war das echt noch relativ normal. Der Zeuboy Martin aus Berlin-Prenzlauer Berg wird seinem Sohn bestimmt nicht erzählen, dass er nicht weinen darf. Du, Max, du bist ein Mann, du darfst nicht weinen. Das war vielleicht vor 100 Jahren so, aber doch nicht heute. Was machst du denn mit deinem Kumpel, wenn er Liebeskummer hat? Was ist so deine Strategie dann? Oh, das ist ganz einfach. Ich sag ihm einfach, dass er Mann werden soll. Alle Männer, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euer Vater gesagt hat, du darfst nicht weinen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja, ich weiß ja, also mein Vater wollte damals, was heißt wollte nicht, aber hat auch gesagt, als ich gesagt habe, dass ich Sozialassistent, Erzieher werden will, hat er auch gesagt, dass es halt ein Frauenberuf ist, ne, sowas. Sag ich mal, gibt es halt schon noch, ne. Es gibt halt viele Männer, die so erzogen worden sind, ne, keine Schwäche zeigen, immer stark sein, ne, Indianer kennen keinen Schmerz und so, das existiert schon. Ne, heutzutage zum Glück deutlich weniger als früher, aber es gibt immer noch viele Leute, die das halt so leben. Und das hat aber, wie gesagt, nichts mit dem Patriarchat zu tun, finde ich. Ne? Welcher Überraschung. Einer der Hauptgründe ist, warum die Selbstmordrate bei Männern viermal so hoch ist wie bei Frauen. Ich denke, die Selbstmordrate bei Männern ist auch so hoch, weil viele sich hilflos fühlen in der heutigen Zeit. Ich meine, die Ansprüche an einen Mann sind auch sehr hoch. Er muss groß sein, er muss gut gebaut sein, er muss viel Geld verdienen. Sonst bist du auch für die Frauenwelt gefühlt unsichtbar. Ich meine, stell dir mal vor, du bist ein Mann, hast einen Durchschnittsjob oder du arbeitest bei McDonald's oder sowas. Dann bist du für die Frauenwelt gefühlt unsichtbar. Denn kaum... Ja, naja, so schlimm ist es auch nicht. Meine Frau wird einen McDonald's-Mitarbeiter daten. Aber umgekehrt würde ein erfolgreicher Mann eine McDonald's-Mitarbeiter... Ja, aber ob das so... ob das jetzt so ein Punkt ist, ich glaube nicht, dass deswegen sich viele Männer einfach umbringen, sondern es ist ja nun mal einfach so, dass Männer sich schon deutlich weniger Hilfe suchen. Mindfreak, danke für den Tier 1 Sub für die 51 Monate, Alter, heftig. Und ja, dass die deutlich weniger zum Beispiel zum Psychiater gehen und sich da Hilfe holen, ne, dass viele vieles in sich reinfressen, vielleicht auch nie gelernt haben, mit über Gefühle und so weiter zu reden. Das ist in unserer Familie bei den männlichen Leuten auch sehr krass tatsächlich, ne, dass man da auch gemerkt hat, so, dass die nie gelernt haben, so über Probleme oder Gefühle und so weiter zu sprechen, und sowas kann ich natürlich auch kaputt machen, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Selbstmordrate so hoch ist, weil Männern so viel abverlangt wird, ne? Also ja, natürlich gibt es irgendwo schon wahrscheinlich so einen Leistungsdruck, aber ich wette, wenn man sich guckt, wer sich denn so umbringt, sind das nicht nur Leute, die jetzt so ein Durchschnittsleben haben, ne? Weil Männer eben nicht so viel Wert auf Geld legen. Zumindest nicht auf das Geld, was die Frau verdient. Auch dieses ganze Social Media, Instagram, TikTok, setzt Männer unter Druck, wenn die sehen, wie es bei den anderen läuft und bei einem selber halt nicht. Also gerade in der heutigen Zeit... Boah, bin ich froh, dass bei mir läuft, ey. Ich könnte nicht so leben wie ihr. ...als Mann sehr stark unter Druck, den gesellschaftlichen Standards zu entsprechen. Ich meine, als Durchschnittsmann bist du in der Gesellschaft einfach unsichtbar, denn du bekommst nicht so viel Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht. Bist du hingegen eine Durchschnittsfrau, kriegst du trotzdem 100 DMs auf Insta. Deswegen nochmal, Feminismus ist nicht exklusiv für Frauen und weiblich gelesene Menschen. Jeder von uns kann und sollte Feminist sein. Danke sehr.
Jeder von uns kann Feminist sein, aber ob er sollte, würde ich nicht unterschreiben. Denn wenn du es nicht bist, bist du nicht automatisch gegen Gleichberechtigung oder direkt ein Antifeminist. Grüße an Y-Kollektiv. Zu guter Letzt ein paar weise Worte zum Thema Feminismus. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. Ja, Mann. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. Ich meine, das ist jetzt nicht auf sie bezogen, aber wie geil wäre ein Erwachsenenfilm mit dem Namen Harry Potter und die Hure von OnlyFans? Das ist nicht auf Emma Watson bezogen. Allgemein einfach, wie geil wäre das, als Erwachsenenfilm zu drehen? Digga, den würde ich mir sogar kaufen, da würde ich sogar Geld für ausgeben. Ach, geil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu liken. In dem Sinne, bleibt... Wie gesagt, nicht an Emma Watson, ne? Das war allgemein gemeint. Wollte ich nur nochmal sagen. Ich will nicht dafür gestrikt werden oder so. Ja, das Video, ja, also mit einigen Aussagen gehe ich jetzt nicht so ganz mit, um ehrlich zu sein. Andere waren ganz gut. Ja, ist ein okayes Video gewesen.